Jacques Offenbach, Ouvertüre zur Operette Orpheus in der Unterwelt. Nacht der Liebe. Am 2. Juni gab es im Rostocker Zoo die 24. Klassiknacht. Das diesjährige Motto Paris, Paris. Etwa 3000 Besucher waren eingeladen, um bei klassischer Musik zu träumen. Darunter auch Abgeordnete des Bundestages, des Landtages und der Bürgerschaft. Immer wieder gerne dabei ist Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus. Ja, zum einen ist es natürlich Kunst, Kultur und Natur. Das sind ja eigentlich Zwillinge. Das Älteste war natürlich die Agrikultur, dann kommt die wunderbare Kultur. Und dieses Miteinander mit dem Zoo zu verknüpfen, ist natürlich grandios. Die Idee damals von Udo Nagel und jetzt von Frau Angeli, das ist einfach eine fantastische Situation. Der Zoo und die Norddeutsche Philharmonie Rostock haben zum Konzertabend in einmaliger Umgebung eingeladen. Für mich hat das eine wahnsinnig schöne Bedeutung, weil das heißt ja, dass es eine Tradition geworden ist für uns und es bekräftigt noch einmal, dass der Zoo auch ein Ort der Kultur ist, der Kunst, der Kultur, nicht nur der Tierhaltung, des Artenschutzes und Naturschutzes, das ist natürlich unsere Hauptaufgabe, aber Kultur zu spielen, Kultur zu zeigen, die Besucher zu faszinieren, das ist einfach wunderschön in diesem tollen Ambiente bei uns im Zoo. Gespielt hat das erfahrene Zoo-Orchester der Norddeutschen Philharmonie in Rostock. Für Markus Bosch, der als Chefdirigent die künstlerische Leitung innehat, war es der dritte Auftritt bei der Klassiknacht. Dreht sich alles um Paris. Die Nacht der Liebe, hat der Zoo gesagt. Wir spielen Musik von Komponisten, die in Paris komponiert haben oder Geschichten über Paris geschrieben haben. Und wir haben so ganz tolle Solistinnen. Raffaella Grommes, die Cellistin, und Lena Langenbacher, die Sopranistin. Und ich glaube, es wird ein ganz wunderbares, buntes Programm, was sich eben um die Stadt der Liebe dreht. Eindeutige Stargäste. Raffaella Grommes am Violoncello. Allein ihr Instrument aus den Jahren um 1740 hat einen Wert von 3 Millionen Euro. Raffaella Grommes Alben erscheinen alle in den Top 10 der deutschen Klassikcharts. Und die aus Hamburg stammende Sopranistin Lena Langenbacher, festes Mitglied im Solo-Ensemble des Volkstheaters Rostock. Klassiknacht ist eine Koproduktion von Volkstheater Rostock GmbH und der Zoologischen Garten Rostock GmbH. Unterstützt durch die Partner für Natur- und Artenschutz sowie weitere Rostocker Sponsoren wie Rostock Port oder die Stadtwerke Rostock. Paris, Paris, ein rundum gelungener Abend.